Ein herzerfrischendes Moin, mein herzlich willkommen zurück zu einer Runde City Skylines. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Lang ist es her. Nicht mal für mich. Ich wollte ein bisschen weiterbauen. Nur so ein kleines bisschen. Es ist heute... Also... Für mich heute ist für euch gestern. Wollte ich noch mal so angekündigt haben. Und es ist nicht schön, dass ich jetzt auch noch aufnehmen muss. Ich habe heute einen relativ stressigen Tag. Aber nichtsdestotrotz tue ich das für euch. Warum ist denn das doch noch so schief geworden? Es ist gerade, obwohl es schief ist. Naja, auf jeden Fall nehme ich doch noch für euch auf. Das soll mich ja nicht an irgendwas hindern, dass ich jetzt hier einen stressigen Tag hatte. Wie kriegen wir jetzt hier Strom hin? Ich glaube hier mit so ein paar Bürogebäuden, ne? Ich glaube, das halte ich für eine gute Lösung. Wenn wir die Straße eh upgraden, weil, ich meine, hallo. Es ist ja eh verseucht hier die Sachen. Die hier vorne haben kaum Blätter, ne? Aber gut. Es geht voran. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall Dinge gebaut und jetzt hoffe ich, dass hier ein paar Bürogebäude sich hin pflanzen, sodass sie den Strom hier rüber transferieren können zum Gefängnis, weil aktuell brechen, glaube ich, viele Leute aus. Statistisch gesehen. Oder die verrecken. Man weiß es nicht. Kann das sein, dass sie sterben? Nee, Läden wollte ich noch ein paar bauen. Irgendwie. Ah, die Straße wird gut gemacht. Und jetzt hat das Gefängnis auch wieder Strom. Das ist doch wunderbar. So, während wir dann eh dabei sind, können wir hier auch die Straße nochmal so verlängern. Glaube ich, auch eine gute Sache. Und wenn wir hier die Ampeln wegnehmen und stattdessen Straßenschilder machen und die Vorfahrt gewähren hier, die können ja schon fast stoppen. Stopp und Vorfahrt gewähren ist ja quasi dasselbe. Außer, dass du hier wirklich anhalten musst und bei Vorfahrt gewähren nicht. Jetzt sieht das so aus, als würde das hier eine krasse Einfahrtsstraße werden. Oh, was haben die denn hier hingemacht? Halleluja, erstmal so ein riesiger Komplex hingestellt. Ah, ist gut, dass sie da anhalten. Und dann haben wir hier halt noch das Industriegebiet. Ich würde fast behaupten, dass wir hier die Ampel auch wegnehmen können. Und stattdessen bauen wir hier auch Vorfahrt gewähren. Das ist doch viel smarter. Wenn die hier bei den Sachen Vorfahrt gewähren müssen, auf der anderen Seite ist ein Stoppschild, das macht aber nichts. Und hier beim Katastrophenschutz. Ja, läuft doch, ne? So, das haben wir auch. Was wollte ich noch machen? Ich wollte das noch hier irgendwie mit der Straße verbinden. Kann ich nicht eine schräge Straße machen eigentlich? Geht doch wunderbar. Ist doch gar nicht so blöd. Ja, hier muss man ja schon fast eine Ampel haben, ne? Auch wenn das Schwachsinn ist eigentlich. Komm hier, warte mal, wir machen hier auch nochmal Schilder hin. Ihr habt Vorfahrt, ihr habt auch Vorfahrt, aber ihr macht Vorfahrt gewähren. Ich glaube, das ist gut, dass die Ecke dann hier Vorfahrt gewähren ist. Und hier sind auch Ampeln. Hier müssen die dann Vorfahrt gewähren. Weil es ist, glaube ich, smarter, wenn die hier Vorfahrt gewähren. So ist, glaube ich, am smartesten. So kommen wir auf jeden Fall gut voran. So, einen kleinen Schluck getrunken nebenbei, das muss ja auch mal sein. So haben wir auf jeden Fall hier so ein bisschen was abgedeckt. Denn ich will ja eh irgendwie die Autobahn hier hinlegen. Also das irgendwie smart machen, dass die Autobahn da hingelegt wird. Was hatten wir jetzt noch gesagt? Ich wollte hier unten ein Industriegebiet hinbauen, ne? Weil Industrie ist ja unser großer Nemesis. Ist das die einzige Verbindung mit Strom? Tatsächlich, ey. Das verbindet also die beiden Ableger hierfür. Das ist alles manchmal nur über so kleine Ecken verbunden. Naja. Wer es mag, ne, wer es mag. Hier drin
irgendwas Smartes bauen. Ich sag mal, vielleicht kann man hier irgendwas drin bauen. Und das so hier machen. Wäre das nicht smart? Das machen wir hier auch nochmal. So, dann machen wir es hier schräg. Zumindest so, dass wir so ein bisschen Wohngebiet noch hier hin machen. Weil Wasser fehlt hier natürlich auch, selbstverständlich. So. Und hier auch nochmal so rüber. Das war wunderbar. Und dann baue ich hier... Ja gut, jetzt will ich natürlich Wohngebiete hier hin machen, ne? Ist ja jetzt eigentlich nicht so... Die Nachfrage ist jetzt nicht so hoch bei Wohngebieten. Die ist eher bei Shops. Shops sind eher größer. Aber ich möchte hier die Hauptstraße nicht mit Shops belasten. Bauen wir vielleicht hier so ein paar Shops hin. Die werden auch gleich direkt angenommen. Ich glaube tatsächlich, wir könnten auch, wenn wir hier so machen. Das wäre, glaube ich, nicht schlecht, das so zu machen. Seht das alles noch hier als Gebiet? Nice. Da ist ein Baum aufgetaucht. Ja, why not, ne? Jetzt fahren die natürlich auch hier durchs Wohngebiet durch. Warte mal, das haben wir gleich. Wenn wir das hier so ein bisschen machen. So. Oh, das ist ja auch formidable. So. Ah, das ist natürlich Schwachsinn. So. So. Und dann hier noch so ein bisschen. Ich habe da große Ideen. Denn wir machen hier eine Zone bei Richtlinien. Und zwar möchte ich hier am besten keine LKWs. Geht das nicht auch irgendwo? Kostenloser Nahverkehr? Nee. Besteuerung? Stadtplanung? Starken Verkehr, Hochhausverbot. Allen anderen ist das verboten. Verbot für starken Verkehr. Tja. Dann ist das hier oben bei dem Ding. Und zwar hier Fahrzeugbeschränkung. Die sind hier ausgenommen. Wenn die hier ausgenommen sind, dann kommen die auch nicht rein in das Gebiet. Ich mach die auch nochmal hier weg, weil dann ist das hier gesperrt für die. Dann sollte das eigentlich passen. Eigentlich müsste das dann gut sein. So, das haben wir auch. Wir brauchen halt Industrie noch. Und wir brauchen natürlich auch die Straßen. Die müssen natürlich auch frei bleiben. Du kannst nicht überall ranbauen. Für Läden. Aber irgendwo brauchen wir auch noch mal ein paar Läden. Oh mein Gott. Warum ist denn das so heftig? Die fahren alle da so rüber? Warte mal.
vielleicht, Sir? Wäre das eine Option? Das dann noch so ein bisschen smooth zu ziehen. So. Wäre das nicht eine Option für euch? Dass ihr dann nicht mehr die Autobahn hier voll klammüstert. Eigentlich nicht, ne? Warum sind die Autobahnen hier so voll klammüstert? Weil die hier reinfahren wollen. Verkehr ist immer ein Riesenproblem, ne? Wo wollt ihr denn hin überhaupt? Die hier auf der Straße stehen, wo wollen die hin? Viele wollen einfach nur auf die Autobahn rauf. Sehe ich das richtig? Die kommen von da, fahren auf die Straße, fahren hier rum und fahren hier hoch und sowas. Das verstehe ich ja noch. Die kleinen Wege hier. Aber das hier? Die wollen halt in den Kreisverkehr rein, ne? So, zählt das als Kreuzung? Zählt das als Kreuzung? Achso, da kann man hier das toggeln. Also die hier reinfahren wollen, die fahren auch hier so rüber. Das ist auch gut so. Vielleicht entlastet das jetzt so ein bisschen. Aber das hier ist wirklich... Aber warum halten die alle an? Die wollen alle hier rüberziehen? Ach, weil die nicht abbiegen wollen. Und hier fahren die dann nochmal kreuz und quer, weil die in den Kreisverkehr hier müssen. Wo es sich auch immer staut. Ja. Aber die können den hier so überspringen. Das ist ja schon mal keine schlechte Sache. Ich würde auch fast behaupten, die können auch so hier überspringen. So, hier. Wäre das nicht was? Die brauchen dann aber keine Ampel haben. Warte mal. Hier müsst ihr einfach nur Vorfahrt gewähren. Ich hoffe auch, dass es nicht hier bei der Autobahn so ist. Nö. Nee. Vielleicht fahren dann einige hier so rüber. Könnte man ja meinen. Dass das als Abkürzung gilt. Für den Krankenwagen auf jeden Fall. Sehe ich gerade. Der hier schnell durch die Gegend fährt. Ach, der muss da hin. Okay. Ja, why not, ne? Why not? Hier ist jetzt so ein bisschen der Witz verloren gegangen, dass das hier Landwirtschaft ist. Es ist mitten im Land. Da brennt es irgendwo. Die Hubschrauber sind auf jeden Fall geflogen. Bei Müllers hat es wahrscheinlich gebrannt. Bei Müllers hat es gebrannt, brannt. Wenn man das noch kennt. Das Kinderlied. Egal. Man kann irgendwo noch so ein Shopping-Ding machen. Und das wäre auch wichtig, dass wir so ein Shopping-Ding haben. Hier hat es gebrannt. So ein Shopping-Ding ist sehr, sehr wichtig tatsächlich. Och, die Autobahn. Bei City Skylines ist es immer so. Es sind immer Autobahnprobleme. Und wir kriegen plus 55 Bürger. Das ist... Es ist alles noch im Rahmen. Hier drüben vielleicht. Hier haben wir noch gar nicht gearbeitet. Aber es liegt auch daran, dass es hier so ein komischer Hügel ist, ne? Dass mir das nicht so gefällt. Aber ich meine, wenn wir den einfach mal hier hochsetzen, kommen wir nie runter. Machen wir mal ehrlich, es ist immer eine Höhe hier. Kann ich mal Page Down gehen? Das müsste ich vorher auch gehen können. Brauche ich nicht so eine lange Straße für. Vielleicht nur 20 nach Down gehen. Und schon ist die Klappe zu hier. Hier oben vielleicht noch ein Zug. So eine Dings. Ihr wisst.
Zug. Und da kann man ja hier so ein großer Endbahnhof oder so einen großen Bahnhof einfach machen. So einen großen Bahnhof, das ist doch schön. Kann man schön viele, viele Züge reinmachen. Oder einfach nur ein normaler Bahnhof. Wow. Wir können problemlos zwischen den Linien wechseln. Das will ich ja nicht, ne? Die fahren ja irgendwie nur hier hinten hin. Da wäre so ein Bahnhof vielleicht nicht schlecht. Das ist nicht so ein Güterbahnhof, sondern einfach nur so ein normaler Bahnhof. Fahren die hier rein. Dann fahren die hier wieder raus. So irgendwie. Kein Wasser, kein Strom, bla 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 bla. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Jetzt hast du schon mal Wasser. Kannst dich nicht mehr so krass beschweren. Und Strom. Strom kriegst du auch noch. Demnächst. Lass uns hier eine Kurve machen. Und zwar 8x8. Es sieht halt am besten aus, wenn es so symmetrisch ist. Und hier machen wir halt gerade mega krassen Kackscheiß. Was geht eigentlich? Geht so vom System her. Dann lass uns nochmal ein paar kleinere Straßen bauen. Ich würde sagen eher sowas hier. Als zwischendrin Straßen. Erstmal hier so rein. Denn. Ein noch mehr. Hier so. Jawohl. Denn ich würde ganz gerne. Hier so ein bisschen. Oh, wie sieht das aus? Ist alles hier auf dem Berg gekraxelt. Hier würde ich gerne Shops reinmachen. Verbinden wir hier mit diesen Dingern. Lass uns mal die großen Straßen nochmal nehmen. Können wir ruhig einen weiter oder noch einen mehr weiter. So. Guckt euch das mal an. So, und hier gibt es dann Shops. Hier große Shops. Hier kleine Shops. Hier kleine Shops. Große Shops. Große Shops. Bürogebäude. Auf der Straße hier gar nichts. Hier drüben vielleicht noch Bürogebäude. Könnte auch nicht schlecht sein als Industrieersatz quasi. Polizei ist hier jetzt eher nicht so. Deswegen bauen wir hier oben mal so eine Polizeistation hin. Hier ist ganz okay. Und das Wasser ist hier noch nicht so. Ich lege das Wasser mal direkt schon in alle Straßen rein. Weil es ja auch das ist, was wir am Ende wollen. Machen müssen. So, dann fehlt nur noch der Strom. Und der kommt jetzt auch so langsam. Wenn sich das alles so ein bisschen entspannt hier mit den Shops. Und dann würde ich fast behaupten, dass das hier oben, das ganze Gebiet hier, dass das nicht eine Altstadt wird, sondern es wird einfach nur so ein, ja, man kann quasi sagen, so ein Touristengebiet. Kann ich das nicht hier auswählen? IT, keine Bürospezialisierung? Nee. Wir wollen hier Tourismus, Freizeit, biologisch und lokal hergestellt. Nee, vielleicht Freizeit? Dann sind so Casinos und so, ne? Oh, Entschuldigung. Hui. Da hat es plötzlich angefangen, in der Nase zu kribbeln.
Das tut mir ganz toll leid. Verbrecher im Gefängnis. Also hier oben muss der Zug mal langsam Strom kriegen, sonst dreht er richtig durch. Industriegebäude fehlen halt. Die könnten halt gut hier drüben stehen. Die haben dann halt auch keinen Strom. Was macht auch erstmal nichts. Brauchen auch noch keinen Strom. Vielleicht geht das hier rüber. Vielleicht. Lass es uns hoffen. Ich würde es halt irgendwie gerne spezialisieren auf, was weiß ich, Einkaufs-Shopping-Meile oder so. Das wäre halt schön. Das geht leider nicht. Dann lass uns doch hier mal gucken, wie wir das mit der U-Bahn machen. Also hier oben hätte ich gern eine. Und hier hinten drin hätte ich gern noch eine. Und hier hinten haben wir allgemein keine, bei der Uni zum Beispiel. Ist die Uni nicht hier unten? Hier haben wir allgemein keine. Hier hinten fehlt noch eine. Das ist so laut. So ungefähr hören sich die Leute da an. Und hier drüben könnten wir auch gut eine nochmal hinstellen. Unsere Nachbarn sind weg. Das finden die natürlich total doof. Nicht. Ich sag mal, wenn wir das hier so verbinden, dann haben wir ja schon mal was. Haben wir ja schon mal verbundene Sachen. Hier drüben geht es sowieso. Schwingen wir das Ding mal hier so rum. Schönen großen Schwung. Hier hoch. Hier runter. Hier runter. Einfach hier hinten dran, oder? Wäre das nicht was? Wenn ja, ginge das nicht? Geht nicht. Es will sich nicht bauen. So, jetzt aber. Hier drüben. Die fahren hier hoch zum Bahnhof. Hier hinten hin. Hier drüben hin. Wir müssen schon so eine kleine Runde machen. Und schon haben wir eine U-Bahn, ne? Nein, kein Zug, sondern eine U-Bahn. U-Bahn-Linie 4. Und das ist die Uni, die ist so grau. Reicht doch eigentlich, ne? Die steigen halt auch um in den anderen U-Bahnen. In den anderen U-Bahn-Stationen. Ist ja, glaube ich, gar nicht so schlecht. So, ihr braucht Hartstrom. Ist das wirklich euer Problem hier? Glaubt ihr, es geht euch jetzt besser? Yay, deutlich besser. Das ist auch ganz knapp hier an den Schienen dran. Aber gut, das ist halt gar nichts, ne? Dann fährt der Zug hier hinten los und fährt auch wieder weiter. Schupp. Wunderbar. Ja, why not, ne? Dann kommen hier auf jeden Fall Intercity-Züge erlauben. Dann kommen hier auf jeden Fall ein paar Züge an. U-Bahn kommen hier an. Leute, die arbeiten, Leute, die shoppen gehen wollen, können hier drüben hin. Und vor allem auch Leute zur Universität, die auch immer noch nicht ganz ausgelastet ist, was ich total cool finde tatsächlich. Auch wenn wir hier drüben noch einen Zebrastreifen brauchen. Hier. Genau dort. Weil, dass die da nicht zur U-Bahn können, das ist ein Problem. Aber komm, wer würde nicht die Universität und dann direkt zur U-Bahn hier drüben? Das ist doch einfach nur ein Geschenk. Und wenn wir dann hier hinten auch noch was Wohnliches machen würden. Ach gut, jetzt will ich eigentlich nur Läden machen hier hinten, ne? Lass uns das Ding hier so hochführen. Oh, was war das? So zum Beispiel. Ach so geht's tatsächlich nicht. Einfach so. Und dann hier drüben machen wir Bürogebäude. Wie in jedem der Dingsen. Der Dinger.
Und hier große Shops. Da haben wir das Ganze wieder abgedeckt, ne? Ist das alles ein Gebiet hier? Ja, wunderbar. So, wir haben jetzt ja ein Shop-Gebiet. So ein kleines, aber feines irgendwie. Und hier oben spricht tatsächlich nichts dagegen, dass man auch noch einen... Und ihr wisst, dass ich das machen möchte. Noch einen Park macht. Irgendwie. Das wäre noch so ein Träumchen, ne? Ich möchte auch mal ein Naturschutzgebiet machen. Das könnte man irgendwo hier hinten... Wobei, da pumpen die Wasser ab, das ist ein bisschen Schwachsinn. Aber irgendwo anders. Hier drüben vielleicht ein Naturschutzgebiet. Ich weiß es nicht. Es ist eh schlecht platziert hier drüben. So rein von der Autobahn mäßig. Nein, der Zoo hat gebrannt. Die Nashörner. Hoffentlich leben alle noch. Wie viele Besucher hat er insgesamt? 66.741. Das ist eine stattliche Zahl. 20 Dollar für so einen Zoobesuch sind auch stattlich viel Geld. Ist auch viel stattlich viel Geld, so muss es heißen. Aber nichtsdestotrotz ist das eigentlich eine gute Sache. Was habt ihr hier drüben für Probleme? Nicht genügend Käufer für Produkte. Produkte ist das. Das ist auch blöd. Seht zu, dass ihr es verkauft kriegt. Euren Kram. So, mein Magen knurrt auch. Ich würde sagen, das sollte es dann erstmal gewesen sein, diese Folge. Wir haben ein bisschen was geschafft. Wir haben ein paar U-Bahn noch gebaut hier drüben. Ein bisschen was mit Straßen geregelt. Ich hoffe, dass hier drüben noch ein paar Wohnhäuser mehr hinkommen. Und wir haben hier oben unser Shoppinggebiet. Shoppinggebiet des Berges. Nichtsdestotrotz soll es das gewesen sein. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Haut doch erstmal rein.